Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mit Blick auf dem Wetter werde ich es auch versuchen, relativ kurz zu machen und relativ schmal es zu halten erst einmal. Mir ging gerade noch mal durch den Kopf, wenn man über das Thema Klimaschutz redet, man müsste eigentlich den Herrn Präsidenten Trump zwingen, während des Zählens seines Vermögens mal die Luft anzuhalten. Weil dann weiß er, wie wichtig halt eben das Atmen ist, das Atmen von vernünftiger Luft, wichtiger als die Geldscheine, die er in seinem Tresor hat. In Bezug auf CETA und auf die Freihandelsabkommen ist jetzt ja inhaltlich schon eine ganze Menge gesagt worden. Ich will mich deswegen auf den Prozess ein Stück weit konzentrieren. Es war ja immer unser Bemühen und unsere Aufgabe auch mit, das rauszubringen aus den Hinterzimmern, Transparenz da reinzubringen und eine demokratische Kontrolle. Und genau das Gegenteil war ja immer das, was sozusagen halt eben die Befürworter halt eben der Freihandelsabkommen wollten. Jetzt tritt CETA zum 21. September vorläufig in Kraft, ohne dass Parlamente es kontrollieren konnten und ohne dass Parlamente darüber entscheiden konnten. Wir haben also wieder eine Geheimdiplomatie von Union und SPD. Das muss man in aller Deutlichkeit auch sagen, weil die haben das in Gang gesetzt, dass es dieses vorläufige Inkrafttreten gibt. Und das ist meines Erachtens ein echter Skandal, der da stattfindet. Die Mehrheit in Deutschland will das nicht, das wissen wir aus den Umfragen. Hunderttausende haben dagegen demonstriert. Das war eines der größten Demonstrationen der letzten 10 Jahre, die wir gehabt haben. Über 3 Millionen haben die Bürgerinitiative gegen das Freihandelsabkommen mit unterzeichnet. Wir haben also wirklich einen extrem großen Widerstand gehabt. Und dieser Widerstand wurde schlichtweg ignoriert. Das muss man erstmal feststellen. Regionen in der EU wurden auf Linie gebracht. Ich erinnere da an das Parlament von Wallonien, also das Regionalparlament von Wallonien, die halt eben gesagt haben, das wollen wir nicht, wir wollen dagegenhalten, und da haben einen entsprechenden Beschluss gefasst. Und ich will auch nochmal daran erinnern, wer es denn war, der die wieder auf Linie gebracht hat. Das war derjenige, der uns jetzt als Kanzlerkandidat der SPD präsentiert wird. Das war der Herr Schulz. Und es ist gerade ja schon mal gesagt worden, die SPD und die Union wollen dieses Thema unbedingt aus dem Wahlkampf heraushalten, weil es in der Tat ein für sie peinliches Thema ist und weil es ein Thema ist, wo sozusagen die Bevölkerung auch merkt, dass da etwas über ihre Köpfe hinweg geschieht, was nicht in Ordnung ist. CETA steht, wie all die anderen Abkommen, für mehr Verwettbewerbung, mehr Deregulierung, mehr zügellose Kapitalverwertung auf Kosten der Arbeitnehmerrechte, Verbraucherrechte, Umweltschutz und Demokratie. Und CETA und die anderen Freihandelsabkommen, vor allen Dingen die bestehenden bereits Freihandelsabkommen, das muss man nicht vergessen erst einmal, wir haben ja schon eine ganze Reihe, vor allen Dingen mit den Ländern des globalen Südens, sind die Ausformungen für das, was der Papst ja mal festgestellt hat. Das sind sozusagen die Ausdrücke davon, was der Papst festgestellt hat, diese Wirtschaft tötet. Und wenn von meinem Vorredner gerade, dem Herrn Seroy, den ich ja sehr schätze, gesagt wird, ja, man muss halt gucken, dass man sozusagen andere Freihandelsabkommen hinbekommt, dann ist das natürlich erstmal richtig. Wir brauchen durchaus fairen Handel. Das Problem ist, unter den jetzigen gesellschaftlichen Bedingungen gibt es kein einziges Beispiel dafür. Kein einziges Beispiel dafür. Unter diesen Gesellschaftsbedingungen ist immer herausgekommen, dass sozusagen die Ärmsten der Armen auch noch ausgebeutet werden. Und wir haben mit den bestehenden Freihandelsabkommen, das wissen wir ja auch, haben wir eine Situation, wo Existenzen jeden Tag vernichtet werden. Und die werden deswegen vernichtet, weil wir subventioniertes Geflügel, subventioniertes Gemüse in die Länder des Südens halt eben transportieren, exportieren und dort die Preise kaputt machen. Und das geht nicht. Das ist unter anderem, das muss man sich ja auch immer vor Augen führen, eine der Fluchtursachen. Also das kommt zu uns zurück als Problem dann halt eben von Flüchtlingen, unter anderem wieder. Es kommt zu uns zurück in Form von bewaffneten Konflikten, in Form von Kriegen und Ähnlichem. Und ich möchte am Schluss aber nochmal optimistisch enden. Ich glaube, es gibt noch Chancen, auch CETA durchaus zu verhindern. In CETA ist ja hineinverhandelt worden, da war er ja wahnsinnig stolz drauf von Herrn Gabriel, dass es sozusagen einen internationalen Gerichtshof geben soll. Der Richterbund sagt zwar, das ist ebenfalls Humbug und er hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun, aber immerhin, dieser internationale Gerichtshof muss durch das Parlament, muss im Parlament diskutiert werden, muss im Parlament entschieden werden. Insofern ist diese Frage durchaus wahlrelevant.
Und es ist durchaus wichtig, wer in dem nächsten Bundestag halt auch mit das Sagen hat und ob wir da die Gelegenheit haben, womöglich die Mehrheitsverhältnisse so zu gestalten, dass wir das verhindern und darüber sogar CETA noch kippen. Und lass uns, dafür brauchen wir natürlich auch nochmal außerparlamentarischen Druck, lass uns da gemeinsam dran arbeiten und da weiter Druck entwickeln. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe für die nächste Zukunft. Vielen Dank.